Du lieber Stier, herzlich willkommen jetzt am 13.01. zu diesen wunderbaren Jänner-Energien. Es shiftet sich jetzt einiges um, wie wir es sehen. Und es ist auch ganz wichtig, dass das jetzt nach dieser Neumond-Energie im Steinbock passiert ist, weil wir sehen, dass sich bei dir hier wirklich etwas ganz, ganz Wesentliches etablieren möchte. Das, was ich dir gleich vorab sagen kann, ist, es wird alles gut gehen, ja, aber du brauchst auch eine Zeit lang, um zu verstehen, dass es so ist. Und das ist das, was du jetzt gerade lernst, was dir deine Seele sagen will. Und was auch immer das jetzt heißt für den einen oder anderen, aber das war die erste Botschaft, die ich dir jetzt sagen sollte. Und es geht wirklich darum, in deine absolut tiefen Gefühle einzutauchen. Und wir haben jetzt hier noch She Who Battles, She Who Hesitates and She Who Radiates. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, erstens wollten diese Karten kommen. Und das ist wirklich so eine, die Angst vor deiner eigenen Größe, wenn du auch noch das Herz aufmachst, wenn du wirklich einmal alles, was da gewesen ist, Strukturen, die du erlernt hast, in Verbindungen, in Liebe, in Herzangelegenheiten, Traurigkeiten, die du erfahren hast, irgendwelche, ja, Anhaltemechanismen, wo du vielleicht auch sehr viel den Sinn gesucht hast, egal was, das darf jetzt rausgehen, weil du nicht mehr kämpfen musst irgendwo und dich zurückhalten musst, um zu strahlen, um groß zu sein, um dein Wissen zu verbreiten. Das ist so die Botschaft, die da mitgekommen ist. Und ich finde total schön, dass du an der Stelle tatsächlich auch, dass man hier sieht, dass, also ich habe das Gefühl, sag mir, wenn es nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, dass du schon ein bisschen kämpfst damit. Ja? Also dir ist das bewusst und du möchtest dich committen zu dir, zu deinem Leben, zum Selbstsein, zum dich fühlen, zum ja, Einfachsein auch, ja, und einfach wirklich ins Genießen kommen für dich. Ja? Du lieber Stier, genießen die Venus, ja, ist ja auch ein Bote für dich. Und da geht es wirklich jetzt darum zu sagen, okay, nein, Moment, worauf lasse ich mich da jetzt ein? Was ist da jetzt überhaupt gerade in mir los? Darf ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehen? Auch bei dir ist es sehr verwoben. Ja? Darf ich mich einmal ein bisschen erden? Darf ich einfach mal schauen, wo ich bin, was ich wirklich möchte, damit ich mich dann nach außen, ja? Diese zwei Karten, die sind irgendwie so, hier findet so der Kampf statt, auch mit der Zurückhaltung. Du weißt, du willst raus, du weißt aber vielleicht noch nicht wie. Und das, es zögert sich so ein bisschen heraus, aber das ist im Moment auch gar nicht unrichtig, weil du darfst in dieser Situation etwas erkennen. Und zwar deine eigene Anbindung, deine eigene Ambition, das, was dich einfach führt, das, was dich trägt und das, wo du wirklich strahlen kannst für dich. Ja, also hier wirst du einfach geführt und zögere es nicht zu lang raus, ist gerade von oben gekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Zustand, der war jetzt ja schon. Also jetzt ist so irgendwie dieser Umbruch drinnen in dieser Situation. Das heißt, jetzt geht es darum, aus diesem Zögern herauszukommen, ganz klar. Und auch den Kampf zu beenden und auch diese Zurückhaltung ein Stück weit zu beenden, damit du strahlen kannst. Und dazu brauchst du deine Gefühle. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, zum einen, wir haben hier den Partner liegen, auch hier haben wir den Partner liegen, egal ob männlich oder weiblich. Die Frauenkarten sind bei mir immer du und die Männerkarten immer der Partner, unabhängig von welchem Geschlecht. Und hier haben, oder was auch immer, ja, hier haben wir tatsächlich auch noch einmal zwei männliche Energien liegen, die Ritter der Schwerterenergie und die Ritter der Münzen, beides Münzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zum einen jetzt darum geht anzukommen, dass vielleicht jemand auch da ist, vielleicht hast du auch jemanden kennengelernt. In den Readings jetzt im Jänner habe ich mitgekriegt, es geht irgendwie ganz viel um die Liebe oder man möchte jemanden kennenlernen oder man ist soweit. Und irgendwie hält man aber vielleicht auch noch an was Altem ein bisschen fest. So. Und da darf man jetzt seine Gefühle öffnen und wirklich mal spüren, okay, wo will ich wirklich hin? Was will meine Seele mir sagen mit der Mondenergie? Was, ja, wir haben da den Vollmond. Was will meine Seele mir sagen? Wo will ich wirklich hin? Wo ziehe ich, wo fühle ich mich nicht nur angezogen aus irgendwelchen Gründen, sondern wo fühle ich mich vielleicht einfach auch wohl, wo fühle ich mich zu Hause, wo geht mein Sinn auf, wo kann ich mich spüren, wo kann ich mich wahrnehmen, ja, wo kann ich mich selber einfach in eine andere Sphäre hineinbringen, wo wachse ich für mich, ja, wo darf meine Seele mehr atmen und wo komme ich mehr in mein Gefühl hinein, wo bin ich mehr für mich, ja, manchmal haben wir so Anziehungen, das ist mir auch passiert, oder kenne ich auch sehr gut, dass wir so von jemandem angezogen sind und auch so von den Vorstellungen angezogen sind, wo aber das Miteinander gar nicht so matcht. Ja? Und dann muss man sich immer fragen, okay, was zählt jetzt eigentlich? Zählt jetzt nur die Anziehung, weil manchmal sind wir angezogen und das hat gute Gründe, oder
brauche ich aber auch etwas, um mich wirklich wohlzufühlen und zu etablieren, und entspricht etwas, was mir entgegenkommt, auch meinen Werten. Und wenn das nicht so ist, dann kann meine Seele nicht atmen, dann ist meine Seele nicht frei, und genau darum geht's. Und es geht auch darum, wonach du dich ausrichtest, ja, was deine Umsetzungsenergie ist, eben auch gerade mit dieser Zurückhaltung drinnen, wo darfst du jetzt wirklich für dich ankommen? Und da habe ich so das Gefühl, wir haben da die Schwerter und wir haben die Münzen, dass es mit den Schwertern eher darum geht, alles, was du zu viel im Kopf machst, ja, das darfst du sein lassen. Das ist irgendwo, nimm das einmal an, dass du vielleicht auch ab und an ein kopflastiger Mensch bist, so kommt das jetzt gerade rüber, und bring das aber für dich, ja, komm mehr unten an, was wirklich deine Werte sind, wo ist wirklich das, wo dein Potenzial schwingt, wo ist wirklich das, wo du, ja, wo du das Gefühl hast, sein zu dürfen, genauso wie du bist. Und das ist etwas, da darfst du dich mehr danach ausrichten und dir nicht so viele Gedanken darüber machen müssen. Ja? Du kannst dir natürlich Gedanken machen, aber es geht darum, dass du mehr den Fokus auch darauf legst, um was es wirklich geht, was hier wirklich in der Materie für dich schwebt, was hier wirklich ankommen will für dich. Weil manchmal habe ich das Gefühl, du bist hier einfach noch nicht ganz in deiner Größe, aber es ist jetzt die Zeit, genau das zu erfahren. Und auch hier haben wir die Sinnsuche drinnen und so ein bisschen noch ein Maskieren. Also ich habe so das Gefühl, dass du manchmal, und das ist jetzt nicht schlimm, ja, dass du manchmal aber vielleicht noch so übertauchst und in der Freude spielst, ja, und hier einfach, wir haben die Masken über den drei Kelchen, und die drei Kelche sind Lebensfeuer, Lebenslust, ist pure Energie, ist Miteinander, manchmal aber auch ein Verdruss in Dreiecksgeschichten, und dann brauchst du auch nicht zu tun, wenn es dich nicht interessiert, weil das an der Stelle wäre dann nicht richtig. Ja? Und du verlässt Situationen sowohl, wo du nicht in der Lebensfreude bist und so tust, als ob, ja, und gleichzeitig, es sprudelt schon wieder alles, ja, es geht um die innere Wahrheit, und gleichzeitig verlässt du aber auch Pfade, wo du vielleicht nicht an erster Stelle stehst, wo du dich nicht ausbreiten kannst, wo eben die Situation nicht stimmig für dich ist, gerade auch in der Liebe, wo du vielleicht immer das dritte Rad irgendwo bist, ja, oder das fünfte Rad am Wagen, irgendwie sowas geht der Spruch, also irgendwie in diese Richtung, wo du jetzt sagen darfst, nein, da wenn ich ganz ehrlich bin, da will ich gar nicht hin, ich will auch da nicht kämpfen für irgendwas, und ich will auch nicht kämpfen, darum gesehen zu werden. Wenn ich nicht bin, die ich bin, dann bin ich es nicht. Ja? Und dann muss ich für mich gehen. Und das Gute ist, du gehst hier. Du gehst hier, du verlässt Situationen, die dir nicht mehr gut und dienlich waren. Und damit fängt das Radl an, für dich zu drehen. Und das Abwarten und die Stagnation, soll ich sagen, endet. Ja? Aber das ist dieses wichtige Geschehen, was jetzt passiert, auch mit den Neuen der Münzen, damit du dann in die Fülle eintauchen kannst. Ja? Weil du hast schon viel erlebt, du hast doch schon mitgebracht viel, du hast ein wunderbares Potenzial. Das, was ich hier aber sehe, ist, dass du es noch manchmal nicht ganz wertschätzt, dass du manchmal nicht siehst, was du alles mitgebracht hast, gerade wenn es darum geht, vielleicht in der Partnerschaft, ja, hier dich auch aufzustellen für dich, oder wenn es um deine eigene Umsetzung geht, weil du dir deine Größe noch nicht glaubst. Ja? Das sind so die Dinge, die ich da sehe. Was ich aber wunderschön finde, ist, wir haben jetzt hier die Botschaft, was für dich wichtig ist, deswegen habe ich hier angefangen, aber was wunderschön ist, du richtest dich jetzt aus in eine Richtung, wo es wirklich für dich geht, wo du dieses Superkind bist quasi, ich bin ich, ja, und wirklich in die Freude mit der 11.11.22 eintauchen darfst, ja, und auch den alten Herzschmerz beiseite entlegst. Es ist so, wie ich entscheide mich jetzt zu fühlen, deswegen auch die linke Seite, ich entscheide mich jetzt zu fühlen, und ich entscheide mich jetzt nicht immer in diesem Wirrwarr-Labyrinth drinnen zu sein und zwischen Licht und Schatten gefangen sein und mir immer wieder die Enttäuschungen in mein System zu holen, unabsichtlich, weil da dieser Kampf noch stattgefunden hat, ob das jetzt der Beruf ist, ob das die Berufung ist, ob das Partnerschaften sind, ob das Freundschaften sind, ob das im Familiengeschehen ist, ja, spielt nicht so die Rolle. Ich habe so das Gefühl, weil wir haben hier auch die Schwiegermutter liegen, und die Schwiegermutter weiß ich jetzt nicht ganz, dass ich habe das jetzt nie so als Schwiegermutter bekommen, kann aber natürlich für den einen oder anderen sein, sagen wir einfach eine Mutterfigur, die sich vielleicht auch immer wieder eingemischt hat, gerade auch in familiären Dingen, könnte aber jetzt auch sein, oder in Partnerschaftsdingen, oder du hast Partnerschaft oder Verbindungen über eine weibliche Figur nicht so schön gelernt, sagen wir so, da war Kontrolle, Eifersucht, vereinnehmende, destruktive Geschichten, Beeinflussung von außen und das hat dir auch so ein bisschen, ich glaube, so willst du nicht sein, und da ist vielleicht auch so eine Angst auch drinnen,
dass da irgendwas passieren könnte. Lassen wir es einfach jetzt mal so stehen. Wir müssen da jetzt gar nicht in die Details hinein, weil sonst verflechte ich mich da jetzt in Details, weil da jetzt mehrere gekommen sind, sondern lassen wir es so stehen. Schau mal, was das für dich macht. Eine weibliche Figur, die in Verbindungen, in Beziehungen einfach schon eingewirkt hat, ja, auf die ein oder andere Art und Weise. Und da bringst du jetzt Ruhe rein für dich, weil du erkennst, dass das jetzt nicht mehr wichtig ist für dich. Die kosmischen Energiequellen, du bindest dich wieder mit deiner Energie an, du gehst in deine Ursprungs hinein und in deine Ursprungsenergie hinein und erkennst das Zeitalter. Und das Zeitalter ist eines, wo wir im Hier und Jetzt entscheiden und im Hier und Jetzt auch einfach frei sind, indem wir uns erlauben, frei zu sein und denen wir uns wirklich ausrichten nach vorne, indem wir mehr Kraft, ja natürlich, wir haben erlebt, was wir erlebt haben, wir können die Vergangenheit nicht mehr drehen, aber wir können den Blick drauf drehen und wir können sagen, wir haben daraus gelernt und wir haben vor allem überlebt. Und das ist ein wunderbarer Kraftakt, der uns die Chance gibt und die Möglichkeit, uns wirklich nach vorne auszurichten und zu sagen, was will ich denn jetzt mit meinem Leben? Was will ich denn jetzt überleben? Was will ich denn jetzt erleben, ohne zu überleben? Was will ich denn jetzt alles an Glück für mich erfahren? Und danach darfst du dich ausrichten und das darfst du auch artikulieren. Auch in der Liebe ist es wichtig, dass du hier einen alten Herzschmerz beendest, dich einmal zurücknimmst, dich zurückziehst, dir das anschaust, das erdest. Mit der Erdung ist auch eine Transformation gemeint, wo auch einfach abgegeben wird und transformiert wird, damit du jetzt in dir deinen eigenen Heimathafen findest. Und das ist wunderschön, deswegen fällt da auch der Fuchs verkehrt. Ja? Weil der sagt, es ist nichts falsch, es ist genau richtig. Ja? Aber glaub an dich und glaub an deine Größe und hol dich zurück, weil das ist jetzt in dieser Energie total wichtig. Lass dich von außen gar nicht beirren, falls das eine aktuelle Situation ist. Lass dich auch von einer Schwiegermutter meinetwegen, falls da irgendwer manipuliert in Partnerschaften, in der Liebe oder so. Lass das alles wie an dir abprallen. Du machst das jetzt groß, wo du hin möchtest. Und das wird, ja, du kommst an in Mutter Erdes Schoß, soll ich jetzt sagen. Ja? Du machst das groß, wo du jetzt hin möchtest und gehst gleichzeitig in diese wunderschöne Erdenhöhle, sage ich jetzt einmal, um dort einmal Kraft zu erfahren, um dort einmal aufzutanken, um dort einmal anzukommen in dir. Ja, wunderschön. Wenn du da Unterstützung haben möchtest, wenn du da weitergehen möchtest in diesem Jahr, bitte melde dich bei mir. Ab April sind wieder Plätze frei und da gibt es auch echt geile Sachen mit Selbstwert, Powerbase. Ich habe mir da neue Dinge überlegt, also neue, alte Dinge, aber ich habe wirklich coole Module zusammengelegt. Also wenn dich das interessiert, wenn du da irgendwas für dich machen möchtest oder eben auch in Partnerschaften, in deinem Business, Ich bin wirklich Schwerpunkt Partnerschaften, Business und wo es darum geht, in dir anzukommen, in jedem Lebensbereich grundsätzlich. Ja, aber diese zwei Schwerpunkte haben meine Kundinnen tatsächlich mitgebracht, weil sie einfach in Liebesangelegenheiten und im Business immer wieder das Thema hatten, dass sie sich nicht gezeigt haben, dass sie nicht angenommen wurden, dass sie nicht gehört wurden, dass irgendwas nicht so funktioniert hat, dass der Fluss einfach nicht so drinnen war, wie sie es sich grundsätzlich gewünscht hätten, obwohl sie Powerfrauen sind, die ganz viel machen, aber eben manchmal auch zu viel machen für andere Personen. Ja, wie auch immer, und da schiftet sich aber auch einiges um, das heißt, auch im VIP-Bereich habe ich dann zum Teil auch neue Kundinnen und deswegen, ich habe da jetzt dieses Jahr ganz, ganz viel für euch gemacht. Bei Interesse einfach ein kostenfreies Gespräch mit mir buchen, unten in der Infobox. Alle Daten, mir ist das wichtig, dass ich mit euch rede, dass ich mit euch einfach schaue, wo ihr steht, was ihr braucht. Gut, schauen wir jetzt einmal, was ganz, ganz wichtig ist, auch in Business-Angelegenheiten, in Angelegenheiten, arbeitstechnisch, berufungstechnisch, muss nicht sein, dass du dein eigenes Business hast, kann sein, dass du angestellt bist, kann sein, dass du dich auf einem Weg berufen fühlst, wo du auch nebenbei einfach irgendwas und für Menschen bist, das ist völlig egal an dieser Stelle. Hier geht es darum, wo dein Seelenruf ist und was sich auf die Erde bringen mag, aber auch finanzielle Angelegenheiten. Und das, was ich geil finde, ist, es wird alles gut. Ja, so wird das da schon geheißen, es wird alles gut. Aber du hast hier wirklich die Wahl. Du hast hier bei allem, hast du die Wahl, aus einem Labyrinth und aus einer Sehnsuche, auch nach einer Sehnsucht auszusteigen, indem du beginnst anzukommen in dir und dich zu erkennen und danach deinen Erkenntnissen dich ernst zu nehmen und wirklich zu gehen, weil das macht Freude und du wirst sehen, da wirst du auch in den Erfolg tatsächlich für dich hineinkommen, egal auf welchem Weg. Ja? Also hier hast du die Königin der Münzen und die Königin der Münzen ist auch für mich dieses ultimative Empfangen von innerer Weisheit, von Schönheit, von Ankommen, von Spüren, von Wahrnehmen, auch die Erdungsenergie hier eben.
Und auch dieses filigrane, verletzliche vielleicht, was vielleicht hast du damit dich noch nicht in Verbindung gebracht, ja, das vielleicht filigran, verletzlich, träumerisch und so weiter, dass das auch seinen Reichtum hat hier auf dieser Erde. Und genau das wird jetzt hier etabliert. Also die Weisheit wird hier integriert in dein Herzen, damit du hier einfach dich wieder in deiner Farbenpracht siehst. Es ist, wie wenn du dich eine Zeit lang vielleicht so in Schwarz-Weiß gesehen hättest, ja, aber das geht jetzt raus, das wird jetzt gereinigt. Hier kommt die Gerechtigkeit, indem du die Entscheidung triffst, ja, das mit Ämtern, Behörden und so weiter. Vielleicht, wenn da irgendwas war, dann wird dir hier aber recht gesprochen, wobei das bitte mit Vorsicht zu genießen, wir sind hier in einem kollektiven Energie, aber die kollektiven Energien gehen eher in Richtung positivem Ausgang, ja, was das im Einzelnen wäre, müsste man in einem Einzelreading sehen, aber hier geht es im Kollektiv in eine positive Richtung, in einen positiven Ausgang, was aber meistens ist, dass die Entscheidungen treffen, einfach durch Entscheidungen, die du triffst, werden Wunder geschehen, alte Belastungen enden und du wirst geführt in dein Glück hinein, ja, auch in Business-Angelegenheiten, Beruf, Berufung, finanzielle Geschichten, Sorgen und. Also das, was in die Materie hineingebracht werden will. Und die Reinigung haben wir auch hier in Familiendingen, in Herzangelegenheiten, in Partnerschaft und Liebesdingen. Also, du lieber Stier, du siehst hier, wenn du dich jetzt wirklich zurückbesinnst auf dich, kann gar nichts schiefgehen. Wenn du die Wahl triffst, jetzt wirklich mit dir zu gehen, deine Gefühle wieder zu öffnen, dich zu entscheiden, im Hier und Jetzt zu stehen und die Vergangenheit zu akzeptieren als das, dass sie gewesen ist und das, was gewesen ist, einfach so gewesen ist, wie es war, aber du deinen Blickwinkel jetzt darauf endest und damit kommst du in deinen Scheinen, kommst in die Kraft, dieser Kampf geht raus für dich und das ist, was das Blatt tatsächlich wendet. Wunder, wunder, wunderschön. Also, du lieber Stier, ich wünsche dir eine wunderbare Monatsenergie. Jetzt in einem Monat sehen wir uns wieder und schauen, was dann im Februar angestoßen wird für dich. Bis dann. Papa.